Hallo und grüß Gott zu den Gedanken im Advent 2023, Tageslosungen weitergedacht. Heute ist der 7. Dezember und ich lade Sie auch heute ein, mit mir die tägliche Losung und den Lehrtext aus Herrnhut weiterzudenken. Mein Name ist Thomas Berthold und ich bin Pfarrer in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Grafenwöhr-Pressath im Dekanat Weiden in der Oberpfalz in Bayern. Vom 1. Dezember bis Heiligabend gibt es täglich diesen Podcast-Adventskalender. Abonnieren Sie einfach unseren Kanal und Sie bekommen jeden Tag ein neues Türchen geöffnet. Die heutige Losung lesen wir im Buch Richter im 10. Kapitel, der 10. Vers. Dort heißt's: Die Israeliten schrien zu dem Herrn und sprachen: Wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen. Und dazu der Lehrtext aus Lukas 1, die Verse 76 und 77. Zacharias sprach: Du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gibst seinem Volk in der Vergebung der Sünden. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, ist ja ein bekanntes Sprichwort. Und Israel scheint in unserer Losung genau das zu tun. Es erkennt seine eigene Situation und schreit zum Herrn: Wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen. Sie haben gemerkt, sie sind auf den falschen Weg gekommen und sie müssen etwas ändern. Der Satz, denn wir haben unseren Gott verlassen, geht nämlich noch weiter, heißt es, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient, also anderen Göttern. Und Israel merkt, da geht's nur, wenn wir umkehren und wieder Gott treu werden. Das ist ja so eine Geschichte des Volks Israels mit Gott. Es geht immer auf und ab, hin und her im Verhältnis des Volks mit ihrem Gott. Und dann, je nachdem, wie treu oder wie untreu das Volk ist, dann passiert Israel Gutes oder es widerfährt ihnen Schlechtes. In unserem Vers geht es darum, dass Israel erkennt. Manchmal ist es für uns ja auch wichtig, dass für eine Änderung immer erst einmal die Selbsterkenntnis da ist. Wir müssen uns selbst realistisch ansehen und dann können wir weitermachen und unser Leben neu ausrichten. Das Gute ist dann, dass wir da natürlich, und jetzt bin ich wieder beim Lehrtext für den heutigen Tag, eine gute Vorgabe aus dem Neuen Testament haben. In unserem Vers geht es letztlich darum, dass Johannes, der Täufer, Jesus vorangeht und ihm den Weg bereitet. Mit der Erkenntnis des Heils und in der Vergebung der Sünden. Das gehört zusammen. Das Heil erkennen, sich selbst dann auch richtig einschätzen und Vergebung erfahren. Dann kann ich mein Leben ändern. Und das ist vielleicht gerade auch in der Adventszeit ganz wichtig, ist der Advent ja doch auch eine Bußzeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen immer die rechte Selbsterkenntnis und auch Vergebung für all das, was schiefgelaufen ist. In diesem Sinne, Gott befohlen und bleiben Sie gesund, Ihr Pfarrer Thomas Berthold aus Grafenwöhr.